Hallo und herzlich willkommen zurück zu The House of Da Vinci 2. Hier ist Sabine die Cat und heute geht es weiter in Santa Maria delle Grazie. Wir suchen Leonardo da Vinci und wollen sein Assistent werden. To tell the truth, I did not expect another to take on my challenge, but I'm pleased to see that in the end another brave soul decided to try. Well, I was told that your name is Giacomo, so I bid you welcome. You just entered the labyrinth, and your task is simple. You need to find your way to the other side. I, of course, put a few little obstacles in your path. But if you will be careful and diligent in your search, Giacomo, I'm sure you will prevail. That is all I will say for now. Well, I suppose I should wish you, like I wished all those before you, good luck, and more importantly, an open mind. If you prove to me that you are worthy to be my apprentice, I will meet you again on the other side of the labyrinth. Also gut, wenn Leonardo sagt, ein paar leichte Kleinigkeiten. Okay, nehmen wir mal als erstes den Brief hier. Dieses Kloster wurde kürzlich saniert, wobei ich durch die Verwendung einiger meiner Erfindungen maßgeblich beteiligt war. Aus diesem Grund erlaubte mir der Klostervorsteher, diesen schönen Garten als Schauplatz für meinen Test zu nutzen. Er besteht aus einer Ansammlung von Gegenständen, Werkzeugen und Vorrichtungen, die aus den Lagerbeständen des Klosters ausgeliehen wurden. Für jede Aufgabe habe ich sie in Mechanismen und Denkaufgaben umgewandelt. Ich möchte sicherstellen, dass du aufmerksam bist, das Wesentliche wahrnimmst und logisch denken kannst. Gelange auf die andere Seite des Labyrinths und ich freue mich, deine Dienste anzunehmen. Gut, ich würde sagen, als erstes mal schau mal hinter dem Kissen nach. Da finden wir eine Gebetsnuss. Die schauen wir sich näher an. Und zwar können wir die öffnen. Das hier links und rechts zur Seite schieben. Das Kreuz in der Mitte runter. Und dann bekommen wir eine sternförmige Kugel. Die können wir jetzt in der Mitte vom Tisch einsetzen. Und drehen. Hat irgendwas von einem Faberge-Ei, finde ich. Auf jeden Fall. Der hier leuchtet etwas in einer anderen Farbe. Da klicken wir mal drauf. Dann können wir das rausziehen. Und jetzt sehen wir hier schon Symbole und da oben Symbole. Und jetzt müssen wir die nur noch auf die richtige Seite bringen. Ups. Das gehört einmal hier hinten hin. Da sehen wir schon das Ovale. Das ziehen wir mal hier rüber in die Mitte und das hier rüber. Da können wir sehen den Kreis außen und die zwei kleinen Ringe. Und jetzt müssen wir nur noch die zwei hier vertauschen. Und zwar hier sind die Ringe dominant, die Kreise. Und da drüben ist das Dreieck, also Entschuldigung, das Viereck hier ist dominant. Und dann geht's auch auf. So, jetzt wird's lustig. Wir können nämlich hier sehen im Hintergrund die Kugeln. Und die müssen wir jetzt anpassen.
heißt, so passt es mal nicht. Wir müssen das noch einmal drehen. So, da müssen nämlich, man kann sich das merken, die halbvolle muss hier unten sein. Und dann schieben wir das einfach über die Kugeln hier drüber. So, dann haben wir hier schon einen Teil eines Mechanismus. Gut, und dann kann man sich hier mal ein bisschen umschauen. Also ich finde, die Grafik von dem Spiel ist einfach spitze gemacht. Und ich habe auch so lange gewartet auf den zweiten Teil und ich freue mich irrsinnig. Es ist eigentlich praktisch ein Geburtstagsgeschenk noch, das ich mir gemacht habe mit dem Spiel. So, dann können wir das hier rüberschieben. Hochklappen. Da kann man aber im Moment noch nichts machen damit. Dann klappen wir das hier unten einmal zu. Ne? Und dann merken wir uns die Symbole hier. Wir haben das auch einfach in unserem Notizbuch jetzt drinnen. Also die Rätsel, die wir gelöst haben und auch einige Hilfen sind in dem Gebetsbuch, ja, in dem Notizbuch drinnen. Und wir brauchen die vier Symbole. Und dann würde ich sagen, wir reisen jetzt einfach mal in die Vergangenheit. Und da sehen wir auch, dass das ganz anders ausschaut als wie vorher. Wir haben hier zum Beispiel eine Tür. Der Tisch ist weg. Pflanze ist auch noch nicht so hoch. Und das ist auch der Punkt, wo wir hin müssen, nämlich zu diesem Stuhl hier. Die Figur können wir zur Seite schieben. Den Hebel. Und dann bekommen wir eine Scheibe mit römischen Zahlen. Ja, und ansonsten können wir leider in der Vergangenheit noch nicht viel machen. Wir gehen wieder zurück in die Gegenwart. Wir werden noch ein paar Mal hier hin und her springen müssen. Und diese Scheibe, die können wir jetzt hier oben einfügen. So, jetzt haben wir hier verschiedene römische Zahlen. Wir haben 6, 8, 5 und 3. Und das heißt, wir müssen jetzt die Zwischensumme finden. Das heißt, wir fügen gleich mal die 1 hier ein. Und die 2 ganz unten. Jetzt haben wir 2 und 1 ergibt 3. Und so müssen wir sich jetzt weiterhandeln. Das heißt, wir brauchen ganz oben gleich mal die 5. 1 und 5 ergibt 6. Und deswegen müssen wir die 3 jetzt darüber geben. Dann haben wir 5 und 3 gibt 8. Und 3 und 2 ist 5. Dann haben wir ein Medaillon. Und das schauen wir sich jetzt genauer an. Einmal drehen. Und dann sehen wir schon, wir können das hier nach unten schieben. Ein vollständiger Gegenstand, auseinandergeklapptes Medaillon. Und jetzt drehen wir sich nach rechts zu dem Kasten. Wenn er mich lässt. Und fügen das hier ein. So, das ist wieder eines meiner Lieblingsrätsel. Wir müssen alle Punkte hier erreichen, ohne den Weg zu kreuzen. So, wir können jetzt hier können wir die Richtung des Pfeiles einstellen und mit dem können wir nach unten fahren. Also in die Richtung, wo der Pfeil hinzeigt. Dann brauchen wir nach unten. Hopp.
oben. Das habe ich verfahren. So, zurück zum Anfang. Ich habe den Punkt hier übersehen. Okay, also nochmal von vorne. Runter. Links, runter nochmal. Hoch. So, und jetzt passt es. So, dann erhalten wir hier die Wiedelscheibe. Ein Zahnradsatz. Und jetzt kommt eigentlich das Lustigere an dem Ganzen. Wir müssen nämlich die Zahnräder hier zum Laufen bringen. So, je nachdem wie wir die drehen, sehen wir schon, die anderen bewegen sich auch mit. So, was lange währt, wird auch mal gut. Dann können wir jetzt die Sternzeichen einfügen. Das heißt, wir fangen mit dem Widder an. Einmal draufklicken. Dann brauchen wir den Löwen. Die Waage. Den Schützen, die Zwillinge, und zu guter Letzt noch die Fische. Den Löwen haben wir schon. Fischlein, wo seid ihr? So. Und an dieser Stelle würde ich jetzt wieder in die Vergangenheit reisen. Wir können jetzt hier noch die Zahnräder verstellen. Das heißt, wir brauchen oben als Dreieck ein Viereck. Auf der anderen Seite das Dreieck. Und hier brauchen wir den Stern.
So, dann geht hier die Kurbel auf, die uns aber nichts bringt. In der Gegenwart ist hier die Ranke, die uns daran hindert, den Blumentopf wegzuziehen, und hier ist er angekettet. Das heißt, wir gehen zu der Tür und da können wir jetzt die Zahnräder einfügen. So, jetzt müssen wir außen drehen. Und innen drehen. Noch zurück. So. Das heißt, die Vierer müssen mal hier oben sein. Und dann geht der Rest von ganz allein. Und dann können wir in den Garten gehen. Die Tür rechts ist leider versperrt. Vor uns die Vögel sind eingefroren in der Zeit. Das heißt, wir gehen nach links. Zum Vogelkäfig. Da wartet jetzt ein kleines Schüttelspiel auf uns. Das heißt, wir müssen die Symbole hier anordnen, die was hier drinnen sind. Also rot, grün, gelb. Und ja, wir können das hier schön drehen. Darf ein wenig Fingerspitzengefühl. Die schütteln wir jetzt hier mit. Das Gelbe mal hier runter, Blaue hier runter, das Grüne dann irgendwie ganz runter, so. Und jetzt müssen wir das Blaue. Mir wird schon ganz schwummrig hier. Und das Blau jetzt hier. Dann nehmen wir das hier raus. Werkzeug mit 4 Ausbuchtungen. Das setzen wir jetzt am Vogelkäfig ein. Nämlich hier. Und drehen das. Dann können wir das große hier oben drehen. Damit bewegen wir den Pfau unten nach vorne. Den richten wir mal im Kopf. Dann schlägt er uns ein schönes Rad. Das Rad können wir uns nehmen. Das Pfauenrad. Der verschwindet wieder. Und wir gehen vor zu unserem Tisch. So, hierher. Da können wir das Pfauenrad einsetzen. Das Ganze drehen. Und schnappt das Schloss auf. Und wir können hier kurbeln. Dann können wir zurückreisen in die Vergangenheit, besser gesagt in die Gegenwart. Dann sehen wir, der Blumentopf ist hier. Die Pflanze ist anders gewachsen als wie vorhin. Und das können wir uns nehmen.
Und jetzt das Ganze kombinieren hier, indem wir das Rad hier vorne einfügen. Und dann können wir das drehen. So, das können wir hier einfügen. So, dann können wir mal noch vorschauen. Jetzt sehen wir hier unten leuchtende Symbole, 3 Stück davon. Und wenn wir das oben drehen, dann sehen wir hier dieselben Symbole. So. Und die müssen wir jetzt richtig drehen, dass das passt. Das untere muss hier sein. Und das ganz obere. Sollte es eigentlich aufgehen. Passt nicht ganz. Okay. Das stimmt nicht. Okay. Dann reisen wir zuerst mal in die Vergangenheit nochmal. Gehen nochmal vor in den Garten. Vielleicht müssen wir doch zuerst diese Tür hier aufmachen. So, das heißt, die machen wir zu. Dann sehen wir auf der Vis-à-vis-Seite die Symbole und hier auf dem Zeiger haben wir die gleichen Symbole und die müssen wir jetzt einfach draufgeben. So, dann geht die drübere Tür zwar auf, aber diese hier ist verschlossen. Und jetzt müssen wir, wenn wir draufklicken, sehen wir, dass sich die Symbole halt verschoben haben. Die sind nicht mehr 1-1 drauf. Die Lösung liegt hinter uns auf der Bank. Das heißt, wir müssen uns so dringend... Oben ist das Auge. Das heißt, wenn wir dann vor der Tür stehen, brauchen wir auf der linken Seite diese 3 Symbole und auf der rechten Seite diese 3 Symbole. So, und das ist das Letzte, das wir hier oben brauchen. Können wir auf die andere Seite rübergehen? Ja. So, dann können wir hier mal den Hebel betätigen. Wir sehen nämlich hier eine tolle Leiter. Und mit der Leiter können wir da oben aufs Gerüst drauf. So, dann nehmen wir den Griff hier mit. Dann gehen wir wieder runter.
Sieh mal, hier ist ein Steinenweg. So, mit dem Griff können wir jetzt... Die Kameraführung ist ein bisschen komisch. So, dann können wir die Leiter runterlassen. Bis zur Statue. Der Griff bleibt natürlich bei uns, den brauchen wir nochmal. Dann können wir rauf zu der Statue. Das können wir jetzt noch nicht lösen. Da brauchen wir einen anderen Griff dazu. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück in die Gegenwart. So, da. Scheint etwas hinter dem Pavillon daran, sich zu drehen. Und zwar ist das der Stein von vorhin. So, schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. So, ich drehe mich mal zum Stein um. Da liegt etwas für uns. Eine metallverzierte Kuppel. Jetzt geht's auf. So, öffnen wir das. Ups. Es scheint, als hätte ich sehr bald einen sehr fähigen Assistenten. Die simple Tatsache, dass du diese Zeilen liest, beweist schon, dass du fähiger bist als viele vor dir. Nur wenige letzte Aufgaben liegen vor dir. Mach weiter. Du bist deinem Ziel sehr nahe. So, dann haben wir einen Löwenkopf bekommen. Den Löwenkopf setzen wir jetzt hier ein. Das müssen wir links und rechts herschieben. Dann rutscht da alleine runter. Dann drehen wir uns zu der Seite hin. Da bekommen wir einen Stab mit Rillen. Das können wir zurückklappen. So, den Stab mit Rillen können wir gleich hier mittig einfügen. Das können wir drehen. Und das einfach runterschieben. Du sollst unten bleiben. So. Die können wir auch gleich zurechtschieben. Dann gehen wir auf die linke Seite. So sieht man es besser. Das kann man drehen. Drehen wir einfach, bis alle Ringe passen. Dann bekommen wir den nächsten Schlüssel. Und das ist nicht das Zepter von Sailor Moon. Das ist ein Flügelschlüssel. Den Flügelschlüssel können wir jetzt gleich ganz unten einfügen. Dann bekommen wir den dritten Schlüssel. So. Die beiden Schlüssel, die wir jetzt noch haben, setzen wir natürlich hier ein. Einer links, einer rechts. So, dann sehen wir hier verschiedene Edelsteine. Uns interessiert aber der hier vorne.
Das sieht man auch ein bisschen, der ist abgenutzt. Das heißt, den drehen wir. Dann bekommen wir Messingbuchstaben. Die Messingbuchstaben, die schauen wir sich jetzt genauer an. So, und dann haben wir Teil eines Zahnradsatzes. So, dann schauen wir sich die Kuppel hier nochmal genauer an. Daraus können wir nämlich einen Kuppelgriff machen. So, und dann würde ich sagen, ab in die Vergangenheit mit uns. Hier haben wir alles untersucht. Gehen wir wieder rein. Sich noch ein bisschen umschauen hier. So, dann nochmal rauf zu Michael. Michael, lass mich zurück. So. Wir müssen hier hoch. Da können wir jetzt unseren Griff einsetzen. Dann können wir das aufmachen. Dann können wir hinten gehen zum Kran. Es wäre ja spannend, wenn er mich öfters dahin lassen würde, wo ich hin will. Das Ganze jetzt, bis wir zum Stein kommen. Und dann können wir unseren Griff hier wieder einsetzen. Dann lassen wir die Kette, das Seil mal runter. Uiuiui. Ich frage mich eigentlich, ob das Smartphone, Tablet oder so besser spielen geht. Oder schlechter. Dann drehen wir sich auf die andere Seite. Und wir müssen das Ganze natürlich wieder fixieren, sonst hält das ja nicht. Und jetzt können wir den Stein nach oben ziehen. So. Oh mein Gott, da oben ist auch eine Taube festgefroren im Fliegen. So, haben wir uns automatisch zurückgeschmissen in die Gegenwart. Dann gehen wir zum Tisch. Zu dem Hebel hierher. Und den legen wir jetzt einfach um. Und dann können wir vorgehen zu der Tür. Aber so einfach macht's Leonardo uns nicht. So, wir müssen jetzt erstmal die zwei kleinen Riegel. Und hier fügen wir jetzt das Zahnradsymbol ein. Another interruption? I told you clearly that. Oh, is that you? I'm sorry. When I'm immersed in my work, I tend to forget the world around me. I thought that they sent me another letter from the abbot in which he will ask me for yet another time, when will the mural be ready? As if he had no idea that his constant questioning will not speed up the process at all. Very interesting. I must confess, I am surprised.
You see, many before you who failed my challenge assured me that it was impossible. Therefore, I must admit that you made a great impression on me. In any case, I am glad that it will be you who will enter my services. There is much work before us, and I believe that in you I am gaining a very capable ally. Let us tarry no longer, and start working right away. What do you say, Giacomo? So, dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich wieder eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke einzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!